Leute, weiter geht's bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Im letzten Part haben wir es geschafft, wieder in die reale Welt zu gelangen. Und wir haben hier vier Vertreter, die es überlebt haben. Den Angriff von Niveltal. Und sie bieten uns auch weiterhin ihre Dienste an. Natürlich für Geld, ist klar. Aber nun möchten wir nachsehen, ob Chirachi und Ampharos vielleicht noch hier sind. Oh! Psiau! Hey! Psiau! Sonny, Sana! Du wolltest das doch nicht verstehen, Psiau. Sonny und Sana, ich glaube, ich sehe Gespenster. Seid ihr es wirklich? Ihr wisst gar nicht. Ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, euch zu sehen. Aber nicht doch, Psiau. Das Arme. Was sagst du da? Du hast gesehen, wie wir versteinert wurden? Ja, genau. Ich hatte mich am Gipfel des Segensbergs in sicherer Entfernung versteckt. Ich weiß, das ist mir damals aufgetragen, im Dorf zu warten, Shana. Aber ich habe mir solche Sorgen um euch gemacht. Ich musste euch einfach folgen. Und dann ist es passiert. Ich kann es immer noch kaum glauben, dass ihr wieder wohl und munter hier seid. Wie in aller Welt habt ihr euch aus dem Stein befreit? Das ist eine lange Geschichte. Und Shana erzählt Psiau, was sich in der Welt des Nichts zugetragen hat. Unglaublich. Das ist wirklich alles passiert. Da habt ihr wirklich einiges durchgemacht. Ja, aber was ist mit dir? Wie bist du hier gelandet, Psiau? Das habe ich Ampharos zu verdanken. Er hat mich darum gebeten, ihm zu helfen. Ampharos? Ach ja, wo steckt Ampharos eigentlich? Der ist gerade nicht hier. Er ist mit Chirachi unterwegs, um Nachforschungen anzustellen. Ich halte von hier aus telepathisch mit ihm Kontakt. Ja, dabei habe ich viel erfahren, was ich vorher nicht wusste. Die Sache mit der dunklen Materie zum Beispiel. Und wie die Lage außerhalb von Trubelstadt aussieht. Außerhalb von Trubelstadt? Ach ja, weißt du vielleicht, was in Ruhenau passiert ist? Wurde das Dorf auch von Niveltal heimgesucht? Heißt das, ihr wisst es gar noch nicht? Die Bewohner von Ruhenau wurden... Sie wurden alle zu Stein verwandelt. Stark sein, John. Oh nein! Opa! Opa! Sana! Und was jetzt? Ich hätte es hier besser nicht sagen sollen. Ob sie ja auch. Was sagst du da? Du denkst, sie fängt sich bestimmt wieder? Ja, bevor wir hierher gekommen sind, hat sie in Ruhenau einen Entschluss gefasst. Aber wenn wir uns jetzt auf die Suche nach Opa machen, kann ich mich vor lauter Sorge auf nichts anderes konzentrieren. Und das kann ich nicht zulassen. Nicht nur Ruhenau, sondern unsere ganze Welt schwebt in Gefahr. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Gehen wir, Shawnee. Wir müssen nach Trubelstadt. Sie hat in Ruhenau einen Entschluss gefasst. Das war ohne Frage ein Riesenschock für sie. Aber ich glaube, sie wird sich wieder fangen. Shana kommt bestimmt zurück. Ich hoffe, du hast recht. Aber es ist wahr, wir dürfen keine Zeit verlieren. Die dunkle Materie ist inzwischen offenbar sehr stark geworden. Wir müssen so schnell wie möglich den Baum des Lebens... Wer ist da? Shana? Nein, das ist nicht Shana. Da hat sich jemand versteckt gehalten. Wir wurden beobachtet. Aber von wem? Da hat uns irgendjemand beobachtet, nicht wahr? Wer war das bloß? Ich werde nachsehen gehen. Wer ist da? Er scheint nach oben geflohen zu sein. Hinterher! Los, den schnappen wir uns. Ein Megalon! Megalon! Was? Wer ist das? Unglaublich. Was macht er hier? Ich muss etwas unternehmen. Lon! Oh, shit. Psiau, hilfst du uns ein bisschen? Das wäre cool. Batterieleistung ist... Oh, nicht jetzt! Autsch. So, ich werde mit meinen Zweigen arbeiten. Selbstverständlich. Konfusionszweig. Wusch. Verdammt! Nein, 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 nein. Ich bin... Shit. Ich muss irgendwie wieder zu mir kommen. Shit, aber wie? Aber wie? Aber wie? Verdammt. Erstmal der Dutzorb. So. Shit, Psiau wird auch träge. Shit, das darf nicht sein. Nein, Psiau. Oh Mann. Verdammte Verwirrung. So, jetzt ist sie wieder weg. Konfusion. Nein! Psiau ist kampfunfähig. Oder... Nein! Verflucht nochmal. Wie soll ich das Vieh besiegen? Ich habe Mini-Belebersamen dabei. Jetzt muss ich alles drauf setzen. Mini-Belebersamen, ja.
Oder soll ich nochmal versuchen? Vielleicht. Erstarrzweig. Ne, das bringt mir auch nichts. Schlafzweig. Eventuell bringt es ja was für kurze Zeit. Nein, es bringt gar nichts. Es bringt gar nichts. Fuck! Oh, leck mich, du Mistvieh. Leck mich. Nein, ich habe nicht getroffen. Und das war's. Shit! Das Vieh ist ultra stark. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun, verdammt? Hör auf damit. Meine Werte könnten mal wieder steigen. Das wäre echt schön. Autsch! Na komm schon! Na komm schon! Oh Gott! Megalon wurde besiegt. Psiau! Was? Er steht wieder auf! Er ist wieder aufgestanden. Psiau, geht's wieder gut. Ah, oh, der ist ganz schön hartnäckig. Lon, lon! Wegen dir wurde Opa versteinert! Und nicht nur Opa! Nein, das ganze Dorf! Das ist alles deine Schuld! Tja, das reicht! Er hat keine Kraft mehr, um uns anzugreifen. Ich würde trotzdem auf Nummer sicher gehen. Psiau, was willst du hier? Was siehst du aus, hä? Das ist ein Missverständnis. Ich will euch nichts Böses. Ich bin auf der Flucht. Ja, aber warum hast du uns dann angegriffen, du Kackvieh? Planus und Ivertal sind hinter mir her. Was? Was sagst du da? Wir stehen alle unter der Kontrolle der dunklen Materie. Wir sind nichts weiter als Marionetten. Ihr werdet kontrolliert? Genau. Aber als ihr die Welt des Nichts verlassen hattet, entstand eine Art Schockwelle, die nur mich aus dem Bann der dunklen Materie befreite. Als ich wieder bei Sinn war, habe ich es bei Planas einfach nicht mehr ausgehalten. Als ich meine Chance abgewartet habe, bin ich davon gelaufen. Das ist doch alles erstunken und erlogen. Dachtest du wirklich, wir würden dir so eine abenteuerliche Geschichte abkaufen, hä? Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Was? Ampharos hat mir etwas ganz Ähnliches erzählt. Er sagte, die dunkle Materie dringt in die Herzen bestimmter Pokémon ein, worauf sie zu ihren Marionetten würden. Offenbar verleiht die dunkle Materie diesen Pokémon außerdem die Macht des Nichts. Sie ermöglicht es ihnen, anderen Pokémon Energie abzusaugen und sie zu versteinern. Die abgesaugte Energie benutzt die dunkle Materie wiederum, um zu wachsen. Sie wird immer stärker, wenn sie von Pokémon Besitz ergreift. Genau so ist es. Bitte, ihr müsst mir glauben. Hättet ihr mich nicht plötzlich angegriffen, hätte ich euch kein Haar gekrümmt. Ja, ist klar. Ich habe während des Kampfes ja auch nicht versucht, euch zu Stein zu verwandeln, oder? Nee, aber du hast uns ganz schön zugesetzt. Und selbst wenn ich es wollte, könnte ich es gar nicht mehr. Ich habe diese Kraft verloren. Ich stehe schließlich nicht mehr unter der Kontrolle der dunklen Materie. Da stehen Niveltal, Planus und die Megalon also unter der Kontrolle der dunklen Materie. Damit wäre ein weites Geheimnis gelüftet. Aber können wir ihm wirklich vertrauen? Was, wenn Megalon uns anlügt? Aber warum bist du denn hier? Ich weiß, wo die dunkle Materie und der Baum des Lebens zu finden sind. Die dunkle Materie? Du weißt, wo der Baum des Lebens zu finden ist? Er steht dort, wo wir zuvor die Forscher versteinert haben. Was? In der Welt des Nichts? In den alten Ruinen. Ach so. Der Baum des Lebens befindet sich tief im Inneren der Ruinen. Der Baum des Lebens soll im Inneren der alten Ruinen stehen? Niemand hat ihn bisher gefunden, weil er im Inneren der Ruinen verborgen ist. Aber nun ist er von der dunklen Materie befallen. Die dunkle Materie ist bereits sehr stark und bleibt wenig Zeit. Ich bin hier, weil ich nach Verbündeten suche, die dunkle Materie zerstören wollen. Er hat also vor, die dunkle Materie zu besiegen. Ich bin mir meiner Schuld bewusst, auch wenn ich unter fremder Kontrolle stand. Ich habe eure teuren Kameraden und unzählige andere Pokémon versteinert. Ich erwarte nicht, dass ihr mir vergebt. Dafür ist es längst zu spät. Aber ich muss einfach alles tun, was ich kann, um diese Welt zu retten. Und was jetzt? Was, wenn das alles nur gespielt ist? Wir sollten Ampharos im Rat fragen. Psiau, wärst du so nett? Ja, kein Problem. Ich versuch's sofort. Mit ihm in Verbindung zu treten. Was ist los, Psiau? Tut mir leid, ich komme nicht zu ihm durch. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Ich hatte gehofft, Ampharos könnte uns weiterhelfen, aber daraus wird wohl nichts. Dann gehen wir alleine zu den alten Ruinen. Psiau, du bleibst hier und kümmerst dich um den Informationsaustausch. Shawnee, Megalon und ich gehen zu den alten Ruinen. Ich weiß nicht, das ist ganz schön gefährlich, aber wir haben keine Zeit. Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Wenn Megalon die Wahrheit sagt, dürfen wir keine Sekunde verlieren. Wir müssen handeln. Mit etwas Glück schaffen wir es noch, Iveltal und Planas zuvorzukommen. Es wird bestimmt gefährlich, keine Frage. Aber es ist nicht aussichtslos.
Bitte sag Amphoros sofort Bescheid, wenn du zu ihm durchkommst. Ja, ich gehe sofort in sein Zimmer zurück und versuche, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Aber davor gebe ich noch Lapras Bescheid. Sie ist gerade auf hoher See, aber wenn ich ihr alles erkläre, kehrt sie sicher sofort zurück. Macht's gut. Danke, Psiao. Megalon, bitte führ zu den alten Ruinen. Aber eins muss klar sein. Unser volles Vertrauen hast du nicht. Wenn du dich nur irgendwie auffällig verhalten solltest, dann... Ich weiß. Ich mache mir keine Illusionen, dass ihr mir das einfach so alles glaubt. Mir bleibt auch nichts anderes übrig, als aufrichtig mein Bestes zu tun. Gehen wir, Shoni. Keklon und die anderen haben im Erdgeschoss ihre Läden aufgebaut. Wir sollten uns sofort mit Items eindecken und uns auf das Abenteuer vorbereiten. Sobald wir damit fertig sind, heißt es ab zum Labrashafen. Okay, Megalon, kommst du jetzt mit? Ja, wir speichern mal. Okay, Planas wird von der dunklen Materie kontrolliert. Ja, Megalon kommt jetzt mit. Wer hätte das gedacht? Kann ich eventuell sogar noch einen Rangaufstieg bekommen? Reichen nicht aus, okay. 730... Oh, ja, okay. Hätte ja sein können, dass ich noch was kriege. Okay. Ja, wir setzen uns immer für das Forscherteam ein, ja. Okay, ja, ich brauche mehr Belebersamen. Unbedingt. Erstmal diese Samen hier loswerden. Ja, okay. Ja, Megalon hätte uns noch mehr verwunden können. Es hat nicht mit ganzer Kraft gekämpft. Moment, ich werde mich jetzt mal dafür interessieren, was ich denn von dir kriegen kann. Ich habe ein kleines Rätsel für dich. Was muss man tun, um nicht versteinert zu werden? Ganz einfach, weglaufen. Ja, bist du witzig. gegen Items tauschen natürlich. Belebersamen, 5 Stück. Für einen Goldband, das wäre cool. Perfekter Apfel für 2 Goldringel, die brauche ich nicht. Maxi-Donut. Wird er von einem Pokémon gegessen, steigt mindestens einer der folgenden Werte. Maximal KP, Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung oder Initiative. Mit etwas Glück steigt ein Wert mehrmals. Dies hält auch nach dem Dungeon-Aufenthalt an. Das wäre der Maxi-Donut, das wäre cool. Die Schokolade, was macht die? Wird sie von einem Pokémon gegessen, steigt mindestens einer der folgenden Werte. Blablabla. Dasselbe wie vorhin. Der Blütenkeks auch. Top-Speichergerät habe ich noch nie gebraucht. Resladero-Medaille. AP-Brause. Wird sie von einem Pokémon getrunken, erhöht sich die AP seiner zuletzt eingesetzten Attacke. Hält auch nach dem Dungeon an. Das vermute ich mit allen Brausen so. Dann habe ich hier eine... Oh. Ich könnte Shana einen Flammenwurf kaufen. Das wäre bestimmt sehr klug. Gibt es noch was für mich? Ich glaube, ich kaufe für Shana mal den Flammenwurf. 4 Goldbarren. Ja, ich glaube, das können wir machen. Ich glaube, das lohnt sich. Und für einen 5 Belebersamen, das lohnt sich auch. Belebersamen 5 Stück, ja. Für nur ein Goldbarren. Ja, das mache ich. So. So, das reicht dann aber auch. Und dann gehen wir uns wirklich mal jetzt richtig eindecken. Ich habe noch 2. 2 Gold habe ich noch, super. Also, mal kurz checken gehen. Ich habe 4 Elixiere, Siedelbeeren. Wow, Belebersamen habe ich aber genug. Ja, ich muss genug mitnehmen. 3 Stück lasse ich hier. Zweige sind in Ordnung. Ich brauche noch ein paar Siedelbeeren, würde ich sagen. Hier, mitnehmen. 4 Stück. Okay, mehr geht nicht. Shit. Lass ich wieder eins hier und nehme dafür noch die Dings mit. Hier, die Silbernadeln. Nee, alle. Was? Dann halt nicht. Ah, shit, ich muss ja noch die TM mitnehmen. Habe ich ganz vergessen. Wo haben wir sie denn? Wow, habe ich mit... Wow, ich hätte auch Erdbeben. Aber wie gesagt, das ist mir zu gefährlich. Wo ist mein... Was? Ah, ich habe sie schon dabei. Okay. Ja, das müsste eigentlich reichen. Oder soll ich sonst noch irgendetwas tun? Ich weiß nicht. Kann ich noch in die Küche? Vielleicht finde ich da noch ein paar Äpfel oder so. Nee, scheinbar nicht. Hätte ja sein können. Okay. Dann würde ich gerne noch den Status von Megalon checken. Wo ist Megalon? Hier nicht? Hier nicht? Hier nicht? Vermutlich gehört das noch gar nicht zu uns, deswegen wird mir das hier nicht angezeigt.
Oder kann ich das vielleicht... Teamaufstellung? Nee, Megalon ist nicht ersichtlich. Warum hat Chana keinen Ringel an? Müll. Nee, warum Müll? Ihr habt den Angriffsringel, den gebe ich dann doch Megalon. Doch, ich glaube, wir sind bereit, aber ich würde sagen... Leute, das reicht erstmal für heute mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.